Die Landesregierung hat sich neuerlich mit dem Gesetz zur Wohnbauförderung befasst. Dieses wurde aber noch nicht formell verabschiedet, sondern für eine ausführliche Diskussion mit den Sozialpartnern freigegeben. Erst danach wird das Gesetz endgültig ausgearbeitet und dann im Frühjahr der Landesregierung und dem Landtag vorgelegt. Viel weniger Artikel tragen dazu bei, dass der neue Gesetzentwurf schlanker, klarer und leichter zu lesen ist. Das neue Gesetz wird sich in einem Punkt ganz wesentlich vom alten unterscheiden. Und das sehen Sie jetzt. Es sind im jetzigen Entwurf, der schon ziemlich ausgereift ist, eben, damit wir ihn jetzt auch diskutieren können mit den Sozialpartnern, 54 Artikel umfassen anstatt der 152 bisher. Also wesentlich schlanker, weil es im Grundsatz ein Rahmengesetz sein soll. Bisher hat das Wohnbauförderungsgesetz alle Details punktgenau geregelt, mit der Schwierigkeit dann sehr oft, dass es kaum möglich war, flexibel auf Bedarf, Bedürfnisse reagieren zu können, denn da hätte es Gesetzesänderungen gebraucht. Das neue Gesetz soll ganz klar die Zielsetzungen, die Grundsätze, auch die Instrumente definieren. Es ist natürlich nicht ein Blankoscheck zu tun, was man will, sondern das obliegt dem Landtag, klar zu definieren, was soll gefördert werden, was sind genau die Zielsetzungen, was sind die Zielgruppen, wie ist das definiert, aber dann Details, wofür es Punkte gibt oder nicht Punkte gibt und so weiter, das wirklich auf Ebene auch dann von Beschlüssen zu haben. Positive Zwischenbilanz bei der Umsetzung des Landesgesundheitsplans. Maßnahmen in der Prävention, in der wohnortnahen Versorgung und der Zusammenarbeit der Krankenhäuser sind gesetzt worden. Im Bereich der Prävention und Gesundheitsvorsorge wurden die Projekte Stil ändern, Eviva und Bewegung auf Rezept gestartet, welche die Menschen dazu motivieren sollen, aktiv etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Im Bereich der wohnortnahen Gesundheitsversorgung konnte der Landeszusatzvertrag mit den Hausärzten abgeschlossen werden, der durch eine eng vernetzte Zusammenarbeit eine längere Öffnungszeit der Praxen bringen wird. Ein wichtiger Schritt wurde darüber hinaus mit der Ausarbeitung des neuen Betreuungspfades rund um die Geburt gesetzt, der es ermöglicht, dass Frauen im ganzen Land von Hebammen betreut werden. Was die Pflege zu Hause betrifft, so wird diese durch die Familienkrankenpflege ergänzt. Ein Pilotprojekt ist im Unterland gestartet. Anlaufstellen für Pflege und Betreuung wurden in allen Sprengeln des Landes eingerichtet. Was die wohnortnahe Versorgung anbelangt, haben wir, denke ich, einen ganz wesentlichen Schritt nach vorne gemacht mit dem Abschluss des Vertrages, den wir mit den Hausärzten geschlossen haben. Auch hier verstärkt natürlich durch die vernetzte Zusammenarbeit, die auch verabschiedet worden ist und wo wir, so hoffe ich, heute Nachmittag einen weiteren Schritt setzen können, damit wir eine umfassendere, zeitlich umfassendere Versorgung für die Menschen vor Ort garantieren können, dadurch vielleicht auch dazu beitragen, etwas mehr die Notversorgung in den Krankenhäusern zu entlasten. Im Bereich Akutversorgung wurde für die Notfallversorgung mit dem Start der Tagesrandflüge für die Flugrettung ein wichtiger Schritt gesetzt und die Neuorganisation der Notaufnahmen wurde gestartet. Auch die Verbesserung der Zusammenarbeit der Krankenhäuser nach dem Prinzip ein Krankenhaus mit zwei Standorten geht Schritt für Schritt voran.